Hallo und herzlich willkommen bei Yassicraft. Wir sind angekommen bei Tag 28 und heute bauen wir was ganz was Großes. Wir haben nämlich vor, meinen Zunftplot zu bauen, also das von den Gärtnern. Und Galerius hat sich dazu bereit erklärt, dass mir etwas hilft. Und ja, wir haben eine kleine Vorlage schon so im Hintergrund, wie wir uns das vorstellen. Und bauen das jetzt eben hier hin. Voice Break. Ja, also die Stadt bezahlt den Kopffilmer, dass er hier unten rumbuddelt. Und er hat auch dafür bezahlt, dass sie. Alter, was ist mit dem Fisch da gerade passiert? Echt jetzt? Was zur Hölle? Was zur Hölle war das denn? Zum Glück wieder aufgenommen. Das sah gerade so geil aus. Davon mache ich einen Short. Also, ich angle nur ganz kurz noch ein bisschen, damit sich meine Pick ein bisschen auflädt. Weil dann werde ich ebenfalls für die Stadt hier die Gegend verschönern drumherum. Und ein bisschen so Yassis Bauwerk im Auge behalten. Die Vorlage dafür ist Florenz, also das Rathaus in Florenz. Das Grundstück ist unfassbar groß, was Jasse da geclaimt hat. Es wird das mit Abstand größte Zunfthaus. Also danach kommt mal lang nichts, dann kommt unser Zunfthaus hier. Und dann kommt wieder länger nichts und dann kommt das Zunfthaus von Goldkuchen. Dazu muss man aber sagen, dass Jasses Zunft und meine, der wo ich drin bin, wir haben über 300 Goldblöcke Schulden. Mir fast 400 Goldblöcke. Jasse 300 Goldblöcke. Aber 325 Goldblöcke und das ist unfassbar viel. Und deshalb ist es definitiv das teuerste Bauwerk bis jetzt in der Stadt. Wenn man das Rathaus jetzt vielleicht weggerechnet, weil naja, da wird halt die Arbeitszeit bezahlt. Also zum einen das teuerste und natürlich das größte und wahrscheinlich das schönste. Goldkuchens Rathaus wird auch sehr, sehr schön werden. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ich würde auch sagen, dass mein Haus ganz schön ist. Aber Yassis Haus ist nochmal deutlich schöner. Aber man sieht das ja noch nicht, also von dem her. Das Mal sehen. sieht man noch nicht, aber wir wissen ja, wie es aussieht. Ich habe zwei Bocke an, cool. Und ich würde mal sagen, Yassi, du kannst direkt mal loslegen. Cool. Ich habe nämlich schon gefunden. Super, also das Replay läuft ja, damit wir dann ein schönes Video machen können am Schluss. Hat's nicht ganz gewirkt, vielleicht kommt das aber auch noch. Hui, da ist der Mond. Und der ist weg. Jetzt bauen wir mal weiter ab hier. Wie craftet man sich nochmal ein Fernglas? Das wäre schon was Feines. Und ich wäre jetzt fast runtergefallen. Cool. So, ich werde mal jede Menge Tiefenschieferfliesen craften und mal die ganzen Plätze machen. Wenn du sagst, ja, ihr wollt eh keine schrägen Häuser bauen, dann würde es das ordentlich einfacher machen. Dann würdet ihr zwar ein bisschen Platz herschenken, dafür, naja, müsst ihr ihn halt nicht kaufen und wird halt trotzdem schön nachher gerichtet. Aber das wäre halt, wie gesagt, die Schräge. Das sieht sowieso nicht allzu schön aus, glaube ich. Wenn ihr da was bauen würdet. No front. Konzentriere mich halt gerade ein bisschen, aber ja. Einfach ja sagen. Ah? Einfach ja sagen. Ja. Super. Was ich gerade mache, ich reiß gerade die Häuschen weg, die Holzhäuschen, die Holzstarterhäuschen. Und was machst du so? Meine aber nicht, oder? Wie meinst du? Mein Häuschen reißt jetzt aber nicht weg, oder? Dein Häuschen reiße ich nicht weg. Aber die von den Anfängen, also ich nehme gerade auf.
Ja, aber von Bernhard und so, der hat da ja noch so ein Plot. Ja, sicher. Aber das kann. Oh, und das vom Dings nicht wegreißen, das soll ich nämlich Gothic geben, das hübsche, wo ich mich aufgeregt habe. Das ist, da sind Gothic seine Sachen drin. Ja, ich nehme doch die Sachen nicht weg. Ja, Jassi, du musst halt die Straße vorbei. Jassi, was hältst du davon? Können wir hier da die Stadtmauer da wegreißen? Wo? Dort, wo du da die nächste Stadtmauer von dir aus gesehen, also hinten dort, wo der unfertige Turm ist. Das ist nicht sehr viel. Aber unten haben wir in den Kisten. Wo kommt denn da die Plattform rein, die Decke? Weil dann würde ich da nicht immer rumlaufen, das wäre vielleicht... Auf deiner Höhe, auf der Höhe, wo das erste Holzding ist. Kannst du dafür... Aber den Boden würde ich bauen, weißt du? Okay, ja gut, also ist eben das gleiche Muster. Nein, eben nicht. Also ich würde einen Anfang halt gerne machen. Okay, dann reiße ich mal die Gerüste weg, auf der Außenseite. Und mach drinnen auf der Innenseite, mache ich das. Also es gibt eine ganz klare Mitte, wo das Gerüst ist bei der Vorlage. Und da würde ich das jetzt auch genauso machen.